Bärlauchpesto selbst gemacht. Was brauchen wir dazu? Natürlich Bärlauch, Pinienkerne, Olivenöl, Parmesan und grobes Meersalz. Zuerst kommt der Bärlauch in den Mörser und wird mit Hilfe des Stößels zerkleinert. Als nächstes werden die angerösteten Pinienkerne gemörsert. Nun kommen das Salz, der Parmesan und das Olivenöl in den Mörser. Mit Hilfe eines Löffels werden diese Zutaten verrührt, bis eine homogene Masse entsteht. Das war schon die ganze Kunst der Zubereitung. Entstanden ist ein sehr leckeres Bärlauchpesto mit einem herrlichen Knoblauchduft. Dieses und noch viel mehr leckere Rezepte findet ihr auf www.köstliche-rezepte.de.